Herzlich willkommen bei Fittorial und Tag Nummer 14 von 30. Boah, wir haben ja bald Halbzeit. Ja. Heute heißt es Workout, das heißt Sportklamotten schon mal anziehen. Wir haben uns mal wieder eine kleine Variation ausgedacht. Wir haben ja gestern über das Thema Cardio gesprochen und dass das Ausdauertraining fehlt natürlich ein bisschen bei unserem Workout, aber man kann ja immer so ein bisschen noch was verschieben. Und heute versuchen wir mal dieses 5 Minuten, 5 Übungs-Workout mehr in Richtung Herz-Kreislauf zu verschieben. Und du hast ja einfach ein paar Variationen ausgedacht. Die gehen wir ganz kurz in der Technik einmal durch, bevor wir dann mit dem Workout starten. Genau, damit ihr wieder alles einmal gesehen habt und auch zu allem schon mal eine Option, eine Variante gesehen habt und dann wieder für euch gucken könnt, was fühlt sich heute für mich richtig an und wo möchte ich arbeiten. Und natürlich könnt ihr auch wieder wild zwischen den Optionen hin und her wechseln. So, normalerweise fangen wir ja an mit den normalen Squats. Also ich würde vorschlagen, ich mache das immer so. Ich zeige nochmal, was die eigentliche Übung ist, dann die Variation. Dann kriegt ihr das auch richtig schön in euren Kopf reingebrannt. Ja. Also normalerweise machen wir ganz normale Squats. So, und jetzt wollen wir das ein bisschen aufpeppen. Was hast du damit überlegt? Das Herz ein bisschen anfängt zu schlagen. Genau, und deswegen haben wir überlegt, dass wir einen Squat machen und dann einen Sprung. Du kannst die Arme mitnehmen. Musst du aber nicht, aber es hilft immer so ein bisschen mit dem Schwung, weil ausnahmsweise wollen wir den Schwung auch mal nutzen. Ja, so bei dem klassischen Squat arbeiten wir ohne Schwung und wollen ganz klar die Beinmuskulatur nutzen für die Bewegung. Und hier darf der Schwung ein bisschen mithelfen, aber ihr werdet es trotzdem in den Muskeln merken, keine Sorge. Ich probiere den mal gerade. Ja. Also ich bin mehr so der Kandidat, ich würde die nach hinten schmeißen, die Arme. Was immer sich natürlich anfühlt. Okay, genau. Also bei mir wäre das dann so, das mache ich gleich. Ja. Wunderbar. 45 Sekunden. 45 Sekunden lang. Auch hier gilt, wenn du zwischendurch mal eine Pause brauchst, mal gerade 2 Wiederholungen aussetzen oder wenn du merkst, es geht irgendwie aus irgendwelchen Gründen gar nicht, dann machst du einfach mit den klassischen Squats weiter. Alles klar. Aber gar nichts mehr machen, 45 Sekunden lang, ist keine Alternative. Zumindest nicht eine, die ich da aufgezeigt habe. So, dann machen wir normalerweise die Liegestütz. Genau, unsere Push-Ups. Einfach. So, genau. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen aufpeppen. Ja, ich mache das auf den Knien. Vielleicht ist da draußen jemand dabei, der das gleich, was ich jetzt mache, auf den Füßen kann. Respekt. Also, ich habe mir überlegt, dass wir plyometrische Push-Ups machen könnten, anstatt der klassischen Push-Ups. Das heißt, du machst einen Push-Up nach unten und dann schiebst du dich weg vom Boden und kreuzt die Hände vor der Brust. Wenn das zu viel ist, weil der Weg irgendwie nicht lang genug ist, dann kannst du auch einfach nur dich hier hoch pushen. Ja, dann wirst du auch schon mal einen Unterschied im Brustmuskel auf jeden Fall merken und der Puls geht ein bisschen höher als normalerweise. Wenn du sagst, um Gottes Willen, was will die denn da jetzt von mir? Keine Sorge. Auch das hier ist eine Variante. Ein Push-Up, eine Hand lösen, gegenüberliegende Schulter tappen, wieder ein Push-Up, andere Hand. Einfach im Wechsel. Ja, das ist die Variante, die du auch gerne wählen kannst, wenn sich das heute für dich besser anfühlt und anhört. Ich teste das mal gerade. Mach das. Ja, so werde ich das gleich machen. Gute Idee. Genau. Und was ich jetzt bei dir gerade schon gesehen habe, du hast die Füße hier oben. Mhm. Halt die Füße schön am Boden, dann bist du auf jeden Fall stabiler. Was man auch oft sieht, ist, dass Leute so Füße kreuzen. Wir wollen auf jeden Fall ein paralleles Becken, deswegen leg den Fußrücken ab, lass den auch da und arbeite wirklich nur aus dem Oberkörper. Sinan, halt die Füße still, hast du gesagt. Genau das habe ich gesagt. Normalerweise Schwimmer. Mhm. Heute in der kleinen Variation. Also Bauchlage, wie gewohnt, Arme vor. Wenn du möchtest, können die ganze Zeit jetzt bei dem, was ich zeige, deine Füße kicken. Auch wie gewohnt, fester Po, Länge bis in die Zehenspitzen, Bewegung aus der Hüfte. Ihr kennt das mittlerweile, hoffe ich. Und dann führst du einfach die Hände einmal am Körper entlang und dann ein großer Kreis zurück. Am Körper entlang, großer Kreis zurück. Dadurch ist die ganze Zeit deine Brust gelöst und der obere Rücken arbeitet mit. Und dann hast du hier noch eine schöne, elegante Bewegung dabei. Gefällt der Tänzerin in mir. Alles klar. Elegante Bewegung, das ist mein absoluter Traum. Dein Steckenpferd. Mein Steckenpferd. Normalerweise, vierte Übung, Plank, ist ja viel zu statisch. Was machen wir stattdessen? Was machen wir stattdessen? Du startest auch ganz normal in a Plank und dann haben wir eine Walking Plank. Das heißt, du pushst dich einmal hoch,
Hier haben wir vier sogenannte Mountain Climber. Das heißt, du ziehst dein Knie Richtung Bauch, möglichst nah am Boden entlang. Nach dem vierten kletterst du wieder tief und dann gerne einfach die Arme austauschen. Diesmal mit dem hinteren Arm starten, mit dem hinteren Bein. Vier Mountain Climber in deinem Tempo und wieder tief. Und auch hier, wenn du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin jetzt gerade mal 14 Tage mit dabei, das ist mir alles ein bisschen viel. Auch hier gerne auf den Knien. Ja? Hier geht das genauso gut. Und dann arbeitest du von hier. Ich warne dich schon mal, ich werde gleich ordentlich stöhnen und keuchen. Dann haben wir als letzte Übung normalerweise die Crunches. Genau, die machen wir heute auch ein bisschen dynamischer. Ich würde sagen, ein Cross-Crawl. Das heißt, immer Schulter zum gegenüberliegenden Knie. Und zwar wirklich die Schulter, ja? Nicht der Ellbogen, das ist easy, sondern die Schulter. Und auch hier, wenn das zu intensiv ist, kannst du die Zehen einfach auftappen. Das geht genauso gut. Alright, wir haben alles an Technik, was wir brauchen. Ihr seid startklar, wir sind startklar. Musik los und geht's. Los geht's. Get ready for tutorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Und wichtig, lande auch immer in gebeugten Beinen. Ja, damit schützt du deine Kniegelenke. Saug den Bauchnabel auch fest ein. Gerne die ganze Zeit. Aber auch hier vor allen Dingen, wenn du den Kontakt zum Boden wieder findest. Und mach das in deinem Tempo. Mein Tempo war zu schnell. Ja. Das ist der Lerneffekt. Pausen gehören dazu. Atmen fließen lassen. Gerne mit einem Stöhnen. Man merkt den Unterschied, oder? Das wird heavy. Halt auch hier schön die Spannung in der Körpermitte. Atmen nicht vergessen. Und denk dran, auch das hier ist eine Variation. Und wenn es nach der Halbzeit noch ein bisschen weniger sein soll, einfach mal durch alles durchprobieren. Hauptsache, du spürst die Arbeit in der Brust und dass die Atmung ein bisschen schneller geht als sonst. Yay. Okay. Wir schwimmen. Zurück, Platz? Jawohl. Glaube ich. Nee, ich gehe zurück. 3, 2, 1, go. Am Körper entlang und dann ein großer Armkreis. Und wie gesagt, wenn du möchtest, lass die Füße kicken. Und mach auch das in deinem eigenen Tempo. Schau vor dich auf die Matte. Entspann deinen Nacken. Und saug deinen Bauchnabel wirklich mal weg von der Matte. Vielleicht willst du die Atmung nutzen. Atme ruhig ein, wenn du verlängerst. Atme aus, wenn du nach hinten schwimmst. Na, bewusste Atmung hilft immer. Nächste Herausforderung. Walking Plank. Walking Plank mit Mountain Climber. Alles klar. 3, 2, 1, go. Hochklettern und dann 4, 3, 2, 1 und wieder tief und gerne die Seite wechseln. Und du wirst ziemlich schnell rausfinden, was hier dein eigener Rhythmus ist. Mach den Bauch super fest und spann auch den Po fest an.
Vor allem, wenn du dich hochpushst, versuch dein Becken so parallel wie möglich zu halten. Cross crawl. Cross crawls. Von einer Seite auf die andere. Wie gesagt, Schulter zum gegenüberliegenden Knie. Und sonst habe ich den Fokus immer sehr auf der geraden Bauchmuskulatur. Und hier ist es jetzt die Schräge. Wir arbeiten einmal quer über die Körpervorderseite. Na, auch nochmal die Option hier vor Augen. Alles ist richtig, soll sich gut anfühlen, aber es darf auch brennen. Wie sieht es da drüben aus? Psst. Nice workout. Nice workout? Ich bin im Tunnel. Ah ja, das war nicht schlecht. Oder? Haben wir wieder einen neuen Anreiz gesetzt. Die Sprünge, der Körper noch mal so ein bisschen. Die Sprünge morgen, die werde ich, habe ich gemerkt am Ende, das hat gebrannt. Sehr gut. Dann seid ihr nicht alleine. Ja. Jedes Mal denke ich mir, das sind ja nur 5 Minuten, ne? Aber wie mich das aus der Bahn wirft, wie mich das fertig macht. Und ich mache ja nicht wenig Sport. Nee, überhaupt nicht. Das war auch ein gutes Zeichen, weil das zeigt mir, das holt was aus mir raus. Ja. Diese 5 Minuten. Ja. Also, dranbleiben. Wir sehen uns morgen. Genau. Gute Erholung. Durchatmen. Tschüss. Ciao.